Herzlich willkommen zum Erklärvideo zur Methodenkarte Interaktive Arbeitsblätter mit Pages erstellen. Zunächst öffnen wir die Anwendung Pages. In der App erstellen wir als erstes ein Dokument. Falls Sie dieses Symbol nicht sehen können, befinden Sie sich vermutlich im Verlauf. Wählen Sie dann zunächst einen Speicherort auf Ihrem iPad oder in einer Serverumgebung aus. Sie können nun eine Vorlage auswählen. Entweder Sie nehmen eine passende Vorlage für Ihr Vorhaben oder nehmen einfach eine leere Seite. Im ersten Teil des Videos stelle ich Ihnen vor, wie Sie einen Weblink gestalten können. Zunächst können Sie den Weblink einfach eintippen. Und mit Enter bestätigen. Sofort wird der Weblink sichtbar. Alternativ können Sie einen Text Ihrer Wahl ebenfalls mit einer Webseite verlinken. Markieren Sie dafür den eben geschriebenen Text, tippen Sie darauf und gehen Sie beim aufploppenden Menü auf den Unterpunkt Link. Hier ist der Verbindungstyp Webseite bereits vorausgewählt. Auch hier können Sie wieder den Weblink Ihrer Wahl hinterlegen. Eine weitere Möglichkeit, einen Link sichtbar zu machen, ist, indem Sie ein Bild einfügen und dieses verlinken. Dazu können Sie oben in der Werkzeugleiste auf das Bildsymbol klicken. Wählen Sie nun die Option Foto oder Video oder Kamera, wenn Sie direkt ein Foto aufnehmen wollen. Suchen Sie an dieser Stelle das gewünschte Bild heraus. Sie können das Bild an die richtige Stelle schieben oder mit den blauen Punkten in der Größe anpassen. Wenn Sie auf das Bild tippen, öffnet sich erneut das Objektmenü. Mit einem Klick auf den Rechtspfeil kommen Sie auch hier zu dem Menü Link. Ebenfalls wird hier die Webseite als Standardoption angezeigt. Eine vierte Möglichkeit, einen Link einzufügen, besteht darin, eine Form einzufügen. Dazu können Sie oben in der Werkzeugleiste das Formmenü aufrufen. Hier haben Sie verschiedene Formen und Symbole zur Verfügung. Für diesen Fall wird ein einfacher, abgerundeter Block verwendet. Sie haben auch die Möglichkeit, diesen vom Design anzupassen, indem Sie auf den Pinsel drücken. Hier haben Sie einige Vorlagen für die Füllung zur Verfügung. Wenn Sie doppelt auf den Textblock drücken, können Sie ihn auch beschriften. Wenn Sie einfach auf den Block tippen, öffnet sich wieder das Objektmenü. Mit einem Rechtsklick kommen Sie erneut zum Linkmenü. Eine weitere Möglichkeit für Ihre Schülerinnen und Schüler, eine Interaktivität herzustellen, ist es, Bilder als Platzhalter festzulegen. Dazu müssen Sie zunächst ein Musterbild einfügen. Verwenden Sie hier wieder Foto oder Video, um ein bestehendes Foto einzufügen, oder die Kamera, um direkt eine Fotoaufnahme zu machen. Wenn Sie ein Bild in den Dateien, wie zum Beispiel den Downloads, gespeichert haben, können Sie auch die Option Einfügen von verwenden. Wählen Sie nun das entsprechende Foto aus. Wie gewohnt können Sie das Bild auch entsprechend verkleinern.
Den Platzhalter können Sie über den Pinsel festlegen. Klicken Sie dazu auf den Pinsel oben rechts in der Werkzeugleiste. Unter dem Punkt Bild befindet sich die Option als Platzhalter festlegen. Es befindet sich nun unten rechts im Bild ein kleines Plus. Wenn Ihre Schülerinnen und Schüler auf dem Arbeitsblatt das Plus anklicken, dann können Sie sofort ein Foto oder Video auswählen oder ein Foto oder ein Video aufnehmen. Sie können sozusagen das Platzhalterbild mit Ihrem Arbeitsergebnis beschreiben. Die dritte Möglichkeit zum Thema Interaktivität, die ich Ihnen vorstelle, ist es, Aufgaben als Audioaufnahmen zu gestalten. Dazu benötigen Sie zunächst eine Aufgabenstellung. Entweder Sie tragen einen genauen Arbeitsauftrag ein, wie zum Beispiel spreche die Lösung ein. Oder Sie symbolisieren Ihren Schülerinnen und Schülern mit einem kleinen Piktogramm, dass Sie hier eine Aufnahme vornehmen sollen. Dazu können Sie über das Formenmenü oben in der Werkzeugleiste beispielsweise den Kreis auswählen. Diesen können wir noch ein bisschen verkleinern und optisch ein wenig anpassen. Nun benötigen wir noch eine zweite Form. Diese können wir auch mit der Lupe suchen. Wir nehmen hier das Piktogramm für Lautstärke und schieben es auf die passende Größe. So haben wir innerhalb weniger Sekunden ein Piktogramm erstellt, welches die Schülerinnen und Schüler zu einer Audioaufnahme auffordert. Sie können das Piktogramm auch verknüpfen, indem Sie auf eines der Symbole drücken und die Option Objekte auswählen nehmen. Nun können Sie auch das zweite Objekt anwählen und mit Fertig bestätigen. Als nächstes drücken Sie Gruppieren. Das Symbol ist nun zusammengefügt. Sie können dieses beliebig oft kopieren und einsetzen. Ihre Schülerinnen und Schüler können nun auf einfache Art und Weise die Frage beantworten. Dafür klicken die Schülerinnen und Schüler auf das Bildsymbol und anschließend auf Audio aufnehmen. Mit einem Klick auf Aufnahme wird das Einsprechen der Lösung gestartet. Mit einem Klick auf Stoppen wird die Aufnahme beendet. Diese kann auch wiederholt werden, indem man auf den Rückwärtspfeil drückt. Sind die Schülerinnen und Schüler zufrieden mit der eingesprochenen Antwort, drücken diese auf Einfügen. Die Tondatei lässt sich nun leicht auf das vorerstellte Piktogramm schieben. Wenn die Schülerinnen und Schüler das Arbeitsblatt zurück an Sie schicken, können Sie sich die eingesprochenen Antworten anhören. Sie können auch die Zeichnen-Funktion für sich nutzen, indem Sie Schülerinnen und Schüler Schaubilder beschriften lassen. Dazu benötigen wir zunächst ein Bild. Sie kennen bereits den Schritt über das Bildsymbol und das Einfügen eines Fotos aus der Fotomediathek oder aus den eigenen Dateien. Ich zeige Ihnen noch eine weitere Möglichkeit. Wenn Sie ganz oben die drei Punkte in der Mitte antippen, können Sie den Bildschirm teilen. Sie können dann beispielsweise einen Internetbrowser wie den Safari oder den Firefox öffnen und von einer Webseite ein Bild unmittelbar rüberziehen. Halten Sie dafür den Finger etwas gedrückt auf einem Bild und ziehen Sie es dann rüber. Achten Sie dabei bitte auf die Datenschutzbestimmungen und die Urheberrechte. Bevor Ihre Schülerinnen und Schüler die Darstellung beschriften können, müssen Sie noch eine Einstellung am Bild vornehmen. Tippen Sie dazu einmalig auf das Bild. Im Anschluss wählen Sie den Pinsel oben rechts aus. Unter der Rubrik Anordnen deaktivieren Sie bitte die Funktion mit Text bewegen. Andernfalls würde das Zeichenfeld das Bild nach unten verschieben. Nun können Ihre Schülerinnen und Schüler auf das Bildsymbol klicken
und im Anschluss auf Zeichnen. Ihre Schülerinnen und Schüler können nun das Zeichenfeld beliebig erweitern und die Darstellung beschriften. Wenn Sie mit Ihrem interaktiven Arbeitsblatt fertig sind, gilt es, diese an die Schülerinnen und Schüler zu verteilen. Dies können Sie auf verschiedenen Wegen tun. Klicken Sie dafür auf das Teilen-Symbol. Die erste Möglichkeit ist AirDrop. Über AirDrop können Sie sämtliche Dokumente auf andere iPads verschicken. Bitte achten Sie darauf, dass an dieser Stelle nicht Zusammenarbeiten, sondern Kopiesenden ausgewählt ist. Sobald Sie auf AirDrop klicken, werden Ihnen alle Geräte angezeigt, die in der Nähe sind. Wichtig ist, dieses auch zu aktivieren. Das können Sie über das Kontrollzentrum tun. Wischen Sie dafür von der Batterieanzeige nach unten und tippen Sie im Anschluss auf AirDrop. Hier müssen sämtliche Schülerinnen und Schüler 10 Minuten für alle aktiviert haben. Wenn Ihre Schülerinnen und Schüler AirDrop aktiviert haben, tauchen Ihre Geräte in dieser Übersicht auf. Sie können nun die Datei mit Ihren Schülerinnen und Schülern teilen. Alternativ können Sie das Arbeitsblatt in Dateien sichern. Hier wäre es ratsam, die Arbeitsblätter in einer Serverumgebung wie iServe oder It's Learning zu speichern. Ihre Schülerinnen und Schüler könnten dann selbstständig auf die Dokumente zugreifen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren.